Hier ist einer der beliebtesten Sportkommentatoren, hier ist Florian Thürer. Danke, Tom, dann kann es ja gleich losgehen. Da werden wir ein schönes Spiel sehen, wir werden es bald wissen, denn der Schiedsrichter steht bereit für den Anpfiff. Im Mittelfeld nimmt er dem Gegner den Ball ab. Das ist erstmal geklärt. Den Ball wollte er haben und er bekommt ihn. Sehen Sie sich das an. Weltklasse. Zum Einwurf geklärt, da kann man nichts sagen. Ein wunderschöner langer Einwurf. Ja, eine starke Defensivleistung. Bei diesem Pass war nicht nur Können, sondern auch jede Menge Glück im Spiel. Was wird er mit dem gewonnenen Ball machen? Kann er ihn reinmachen? Und er trifft den Pfosten. Das ist der Tor in dieser Partie. Und das war sein erster Schritt. Er kennt kein Zögern. Das ist hoffentlich erst der Anfang. 1:0. Wunderbar, was er da macht. Tolles Dribbling. Er bringt die Grätsche und schießt den Ball weg. Die Zuschauer klingen da mehr als verärgert. Und da holen sie sich den Ball im Mittelfeld. Geklärt. Im Aus zum Einwurf. Das sah schmerzhaft aus, aber kein Foul. So langsam schießt er sich ein, er kommt ein Stückchen näher. Er war in einer so günstigen Position und dennoch verschießt er, das wird ihn ärgern.
Da kann er sich nicht beschweren, wenn er gleich gelb sieht. Das war ein klares Foul. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Der Spieler kann froh sein, dass er sich bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Und auf der anderen Seite war die gelbe Karte völlig gerechtfertigt. Nein, der kommt nicht durch. Der Torwart lässt da keine Zweifel aufkommen bei dieser Faustabwehr. Macht er den Treffer? Sehr kompakte Abwehr. Der Gegner noch rechtzeitig gestoppt werden. Ein enges Spiel hier, gleich ist die erste Hälfte schon vorbei. Gut gesehen. Das ist die Chance. Da macht der Torhüter einen guten Job. Des Unparteiischen, der Spielstand 1:0. Jetzt, Florian, erfrische uns mit deiner Analyse. Keine der beiden Mannschaften konnte bisher ein Übergewicht erzielen. Dies zeigt auch schon die Statistik des Ballbesitzes. Diese zweite Hälfte noch bringen wird. Da hat er aber auch jede Menge Glück gehabt. Er läuft über den Flügel.
Bei diesen Pässen sehen sie gut aus. Sie gelangen in Ballbesitz und das in dieser erfolgsversprechenden Position. Er schießt! Noch im Spiel, vom Pfosten abgeprallt. Und da hat ein Verteidiger den Ball zurückerobert. Freistoß lautet die Entscheidung des Schiedsrichters. Als wenn sie es schon öfter gemacht hätten. Endlich geht der Ball mal rein. Endlich wird er für seine Mühen belohnt. Geblockt. Was für ein Schuss. An den Pfosten, noch im Spiel. Jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Da haben sie alles nach vorne geworfen. Perfekte Parade, der Torwart hat den Ball. Das sollte ihm Mut geben, noch mehr zu versuchen. Das war schließlich erst sein erster Schuss aufs Tor. In der eigenen Hälfte wieder in Ballbesitz. Ein echter Ballkünstler, hervorragendes Dribbling. Ist das die Chance? Nein! Abseits! Jetzt die Möglichkeit für sie zu Hause, sich dieses Abseits noch mal genauer anzusehen. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Jetzt folgt der Einwurf. Stoß, obwohl mir das sehr nach einem Foul aussah. Hier wird er schön gemacht, diesen Heber. Macht er den Treffer? Prima, wie er noch an den Ball kommt. Gut gehalten und eine Schande für den Spieler, dass er den aus dieser Position nicht reingekriegt hat. Erhält, das war auch absolut wichtig. Den wollte er wohl in die obere Ecke schießen, aber das ist ihm deutlich misslungen. Wenn der drin gewesen wäre, wäre er der Held des Tages gewesen. Er will den Ball gar nicht mehr hergeben. Kein Risiko eingegangen und das hat sich ausgezahlt. Und da ist das Spiel vorbei. Unentschieden. Chancen über Chancen und sie kommen nicht über ein Unentschieden hinaus. Der Trainer wird nicht begeistert darüber sein. Vielen Dank für deine Hilfe, Florian. Hier nochmal die wichtigsten Szenen der Partie.